Im Zoom-Meeting, im Webinar gehen die Kameras aus und ihr wollt euren Teilnehmerinnen und Teilnehmern ein Power-Up geben? Das gibt es. Kostengünstig, ganz einfach und ohne Zuckerzusatz. Gebt dazu jedem Teilnehmer, jeder Teilnehmerin eine Power-Up-Karte. Also die Möglichkeit, einmal pro Kursverlauf, einmal im Quartal diese Karte zu ziehen und damit zu sagen, hey, stopp, hier machen wir jetzt mal eine Pause. Ich brauche einen neuen Kaffee. Ich muss mal eben den Hund rauslassen. Ich muss mal eben Sonne tanken. Ich habe in meinen Webinaren gemerkt, dass die Power-Up-Karte nicht nur für die eigenen Pausen gezogen werden, dass es Team-Spirit bei den Studierenden gibt. Sie ziehen ihre Karte, wenn sie merken, ihre Kommilitoninnen und Kommilitonen brauchen alle eine Pause. Gemeinsam arbeiten, gemeinsam powerisieren, nein, pausieren. Wie geht das? Schritt 1, erklärt euren Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Power-Up-Karte. Schritt 2, legt eine Liste an und haltet nach, wer noch eine Karte hat oder sourced diese Aufgabe aus. Schritt 3, es gibt keinen Schritt 3. Also, Power-Up, vielleicht gebt ihr euch auch selber eine Power-Up-Karte.